Wenn du keine Fehler gemacht hast, dann hast du vermutlich in deinem Leben noch nie was durchgezogen. Und Fehler machen ist gut. Hi Leute, heute geht es darum, warum du unbedingt viele Fehler machen solltest und dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen. Diese Angst, die du vielleicht kennst, die ich sehr häufig kannte, und man steht vor irgendeiner Entscheidung. Und man ist aber ständig am Hin und Her überlegen, oh, doch nicht das andere. Und selbst wenn man dann eins von beiden wählt, hat man sich im Endeffekt nie wirklich entschieden. Und das ist erstmal der erste Punkt. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann solltest du es auch durchziehen und du solltest wirklich eine Entscheidung treffen. Das klingt jetzt erstmal so banal, aber meistens ist es so, man hat einfach nur was ausgewählt, aber man hat die Entscheidung nie wirklich getroffen. Das heißt, man hat das eine dann gewählt und dann macht man es und dann denkt man sich so währenddessen, vielleicht ist es doch nicht ganz passend, hätte ich nicht lieber doch das andere. So, und wenn so ein Gedanke auftaucht und du dich dabei erwischt, dann kannst du gleich erstmal merken, ey, okay, ich habe mich nie wirklich entschieden. Und das ist der erste Punkt. Und um dich klar zu entscheiden, solltest du auch dir Klarheit erstmal schaffen, dir die Zeit dazu nehmen, wirklich mal herauszufinden, was du wirklich möchtest. Aber das ist ein anderes Thema. Dazu habe ich auch schon zwei Videos gemacht. Zwei ganz wichtige Videos. Ich werde es in meine Infobox stellen, wie du am besten Entscheidungen triffst. Aber heute geht es noch mehr um das Commitment, dass du eine Entscheidung wirklich triffst. Und Entscheidungen werden nie zu 100% richtig sein. Und darum geht es auch überhaupt nicht. Aber wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann solltest du die erstmal konsequent verfolgen und auch das Commitment haben, das erstmal durchzuziehen. Weil wenn du immer wieder schwankst, dann verlierst du komplett den Fokus. Und normalerweise, wenn du dich wirklich für was entscheidest, dann gibt es keine Alternative. Und wenn du irgendwie Angst davor hast, dass dich jemand auslacht, dass du irgendwas nicht schaffst oder sich denkt, was machst denn du da für einen Krampf, wenn du irgendwas neu startest? Wenn du dich das erste Mal auf ein Skateboard stellst, wenn du das erste Mal Paragliden gehst, keine Ahnung, was du eben machen möchtest. Wenn du das erste Mal ausprobierst, lachst du so jemanden aus, weil er Fehler macht? Nein. Es ist einfach nur idiotisch, um es mal auf Klardeutsch zu sagen, dieses Verhalten. Und wir lassen uns da häufig so sehr reinziehen. Und mir ist da neulich ein ganz schönes Bild in den Kopf gekommen, wo das einem nochmal viel bewusster wird. Stell dir mal vor, als Kind, deine Eltern kommen zu dir und sagen, wenn du das erste Mal probierst, aufzustehen und zu gehen, und stell dir vor, deine Eltern kommen dann zu dir und sagen, schaffst du doch nie, was ist denn los mit dir? Würden es deine Eltern machen? So, in so einer Situation wird einem schnell klar, wie absurd das ist. Du sagst einem Kind, das Laufen übt, nicht, lass es bleiben, du kriegst es eh nie hin, vergiss es. Und diese Ängste, die wir uns machen, wenn wir eine Entscheidung getroffen sind, haben, machen wir uns im Grunde selbst. Du brauchst einfach nur das Commitment und dann musst du auch wirklich die Entscheidung getroffen haben. Zum Beispiel hatte ich die Entscheidung getroffen, meine Erfahrung hier zu teilen. Und es war vielleicht nicht immer ein leichter Weg, das so aufzubauen. Aber ich habe es einfach durchgezogen. Und das ist der Punkt. Für mich gab es keine Alternative. Das ist das, was ich machen wollte, wo ich eine klare Entscheidung getroffen hatte, weil ich genau wusste, was sinnvoll ist in dieser Welt. So. Ist es sinnvoll, hier sich irgendwo in ein Ingenieurbüro zu hocken,
wenn ich ganz andere Sachen für mich erkannt habe? Was bringt es dir am Ende, irgendwo in einem Haus zu wohnen, in irgendeiner Villa zu sitzen und todeskrank zu sein, dich nicht wohlzufühlen, nicht glücklich zu sein? Das ist der Punkt. Wenn du dich entscheidest, eigentlich sollte es gar keine Alternative geben. Und es ist auch egal, ob du es erreichst. Es geht darum, dass du das machst, was dir wichtig ist. Und dann bereust du auch keinen Tag. Du machst das, was dir wichtig ist, egal was dir in den Weg kommt, egal was dir für Steine irgendwo in den Weg gelegt werden, wenn du dich committed hast. Und wenn ein Kind laufen lernen will, die Eltern kommen nicht und sagen, hey, du lernst es nie. Für das Kind gibt es gar keine andere Option, das fällt hin. Und wie oft fällt man als Kind hin? Hast du Kinder mal beobachtet? Die fallen hin und stehen wieder auf. Das ist gar kein Problem. Da ist gar keine Angst da. Da ist das Commitment da. Diese Entscheidung ist getroffen. Hey, ich will es ausprobieren, ich will es entdecken. Da ist überhaupt kein negativer Gedankenprozess, der das Ganze stoppen würde. Dieses Auslachen. Wenn du keine Fehler gemacht hast, dann hast du vermutlich in deinem Leben noch nie was durchgezogen. Und Fehler machen ist gut. Zweimal sollte man sie nicht unbedingt machen. Beim zweiten Mal wird's nicht mehr so gut. Aber wenn du keine Fehler gemacht hast, wie gesagt, hast du vermutlich noch nie viele Sachen umgesetzt. Es gehört dazu, Fehler zu machen. Und man hält die in dem Rahmen, wie es passt. Und es sind eigentlich Lernprozesse. Ein Fehler ist es, wenn du immer wieder das Gleiche machst. Und es nicht auf eine andere Art und Weise angehst. Das ist der Fehler. Und dahin gilt es wieder zu kommen. Und da, wenn du dir das bewusst machst in so einem Moment, wenn dich mal jemand auslacht, weil du dir gerade was aufbauen möchtest, weil du gerade eine neue Sportart lernst, weil du gerade sonst was Neues lernst. Lass dich da nicht beirren. Ich habe mich auch beirren lassen, ein Musikinstrument zu lernen. Weil dann wurde immer gesagt, oh, ich bin unmusikalisch und das geht vielleicht nicht. Aber davon solltest du dich nicht beirren lassen. Wenn es dir Spaß macht, wenn es dir Freude bereitet. Das Ergebnis ist am Ende auch egal. Weil es geht um den Prozess, es geht darum, wie du es machst. Es geht darum, von einem zielorientierten Zustand hin zu einem prozessorientierten Zustand zu kommen. Dass du das, was du machst und wie du es machst, die eigentliche Veränderung gibt. Weil nach einem Ziel wird immer das nächste Ziel kommen. Es geht nur darum, wie du es machst, wie du diesen Prozess genießt, wie du diese Entwicklung genießt, wie intensiv du lebst. Für mich gibt es keine Fehler. In meinem Leben mache ich keine Fehler mehr. Es sind für mich Entwicklungsschritte, die mich weiterbringen. Und umso mehr Fehler ich mache, umso mehr Entwicklungsschritt ich gehe, umso besser wird's. Schau dir mal irgendwie das erste Video von den 500 Videos, ich glaube über 500 Videos auf dem Kanal hier an. Und dann sehe man einen Unterschied, wie ich jetzt rede, wie ich jetzt vor der Kamera stehe, wie jetzt die Videos ausschauen und wie sie am Anfang ausgeschaut haben. Du siehst den Unterschied. Und nur weil ich es einfach weitergemacht habe. Natürlich lachen irgendwelche Leute oder man kriegt dumme Kommentare am Anfang, ist es völlig egal. Wenn du das Commitment hast, wenn du dich wirklich entschieden hast, dann ist es völlig egal. Und das wollte ich nur loswerden. Und ich hoffe, du lässt dich auch nicht beirren. Machst dir das bewusst, wenn solche Ängste auftauchen. Schau dir das Video hier dann nochmal an. Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Glaubst du, für ein Kind gibt es Scheitern? Glaubst du, ein Kind lernt nicht gehen? Nein, es macht es einfach. Da gibt es kein Scheitern. Das ist die Richtung, in die gegangen wird. Und dann geht man dahin. Also, lass dich nicht beirren. Mach's gut. Ciao.